Geschenke auspacken. Heute auf German Dota. Ich habe von meinem lieben Zuschauer Nico Geschenke bekommen. Also ein paar Itemsets. Und er hat sie noch so nett verpackt in Geschenkpapier. Das ist ja der Wahnsinn. Viel Spaß damit, mein Gute. Steht da unten noch die Widmung. Und das werden wir uns auf die nächsten Tage mal ein bisschen verteilen. Ist ja nicht Weihnachten, wo man alles auf einmal auspackt. Nein, ich werde einfach jedes Mal sechs Geschenke aufmachen, glaube ich. Oder? Machen wir einfach jedes Mal sechs Geschenke so. Fangen wir mit den unteren sechs an. Was haben wir denn hier? So, mal gucken. Oh, Prophet habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Das wäre eigentlich auch mal wieder eine Möglichkeit. Sehr schön. Was haben wir noch? Witch Hunter Set. Okay. Gucken jetzt. Wie sieht denn der Prophet aus? Mal kurz die Vorschau anschauen. Das ist doch sehr hübsch. Das ist der Prophet. Ist das ja ganz hübsch? Das gefällt mir echt gut. Kann man vielleicht auch gleich mal. Mal gucken, ob ich heute den Prophet dann spiele. Witch Hunter Set mal kurz anschauen. Anti-Mage Witch Hunter. Hat auch ein paar coole Sachen. Das ist ein die Manta Styles mit dabei. Muss ich da mal schauen. So, das nächste Geschenk. Sechs Stück will ich heute auspacken. Vestment of the Infinite Waves. Der Nico kauft sich anscheinend selber ja 1000 Sets immer oder so. Der hat ihm halt sehr viele. Und beschenkt mich dann auch noch ab und zu, wie jetzt halt gerade. Sehr, sehr nett. Gucken wir uns das kurz an. Sieht auch ganz cool aus. Ich mag den Stab an ihm. Erinnert mich ein bisschen an den Affenkönig aus der asiatischen Sage, der auch bei Enslaved ja mit als Monkey damit seinen Weg gefunden hat. Gefällt mir auch ganz gut. Dann das Snowstorm Huntress Set. Schauen wir uns das auch mal an. Das ist auch sehr schön. Das kenne ich schon. Hat sie mal schön passend zu den Winterklamotten, zu der winterlichen Zeit, Winterklamotten an. Das Einzige ist ein bisschen ihre Beine vielleicht. Das ist auch so geil. Das ist wieder so typisch Computerspiele. Ich will ja nicht übermäßig jetzt moralisierend sein. Und es sieht ja trotzdem ganz nett aus. Aber wie dumm das halt eigentlich ist. Weil sie soll ja anscheinend gegen den Winter geschützt sein. So hier dicker Pelzkragen noch so. Mütze an und Handschuhe oder hier Pelz überall. Aber natürlich hier oben bei den Titten erstmal den Ausschnitt freigelassen, damit es da schön reinschneit und kalt sein kann. Und der Rock geht halt auch gerade mal bis hier. Das arme Mädchen, das holt sich doch eine Blasenentzündung. Das ist auch nicht gesund. Und die Füße auch noch frei. So ganz durchdacht ist es nicht. Nicht durchdacht, aber hübsch. Oh, das Inscribed Warcock Set. Das ist auch ganz cool. Und dann können wir auch mal reinschauen für ein Clockwork. Sieht aus wie so ein, finde wie so ein Steampunk Clockwork. So alles so ein bisschen. Ja, Steampunk-mäßig halt, ne? Hier so mit den Schläuchen, hier oben drauf, hier auch so eine Art Gasmaske, passt auch total zum Setting. Hinten mit den analogen Anzeigen noch und dem Hebel. Das ist sehr, sehr stylisch. Das Einzige, was ich so ein bisschen cooler machen könnte, das wäre noch der Helm, finde ich. Aber ansonsten ein sehr, sehr stylisches Set. Auch hier mit dem Keilriemen, der nochmal hier so geflickt wurde und so. Das ist ein sehr, also auch Lob an den Künstler, finde ich einfach mal ein cooles Design. Die Handgranate auch so, was halt mal nicht so. Ja, irgendwie mal wirklich ein gut durchdachtes Design mit einer Idee dahinter, nicht einfach nur stumpf irgendwas zusammengeklebt. Sehr, sehr cool. Eins, zwei, drei, vier, fünf und nehmen noch das sechste jetzt. Schauen wir mal, was da noch drin ist. Oh, für Death Prophet. Inscribed the Morning Mother. Schauen wir mal kurz rein. Oh, das ist aber hübsch. Oh, das Kopfteil kann man bestimmt schön kombinieren mit dem. Das gefällt mir ganz gut. Wie sagt man dazu? Sagt man Spitze oder sagt man dazu? Keine Ahnung. Ihr wisst schon, was ich meine. Das sieht echt cool aus, auch vom Gesicht. Die Frisur bin ich nicht ganz sicher, obwohl es zu dem Kragen passt. Aber insgesamt mal ein cooles Set. Ich werde jetzt mal gucken, ob man das kombinieren kann. Das werden wir gleich mal machen. Paket öffnen wir mal kurz schon mal. So,
So, was hat man jetzt an den Kopfschmuck? Hat man davon? Ja. Wenn die Frisur noch ein bisschen anders wäre. Ich finde das hier vorne sehr, sehr hübsch. Gucken wir mal ganz kurz. Das ist die eine Frisur. Die finde ich immer ein bisschen komisch. So eine Emo-Tante, wo die Haare so sch schlecht wegfliegen. Und das ist die Standardfrisur. Hat sie immer so ein bisschen shock-headed. Was aber natürlich irgendwie ganz gut passt. Jetzt machen wir nochmal das. Na, ja, das nehmen wir das mal. Das ist gar nicht schlecht. Das neue Kleid ist. Wir müssen das mal finden. Morning's Mother Dress. Da finde ich aber schade, wenn man die Effekt verloren geht. Ich finde das Kopfteil ganz gut so. Richtig, da hat man gar nichts. Was hat man noch für eine Rüstung? Das Top. Ändert aber dann. Achso. Das ist auch mal gucken. Was ist das noch? Na, das passt gar nicht dazu. Mal schauen. Was ist, wenn ich das ablege? Das sieht eigentlich in der Kombination gar nicht so verkehrt aus. Passt farblich auch einigermaßen. Nehmen wir das doch mal mit dem Kragen. Aber die Spitze gehört zu dem Kleid, glaube ich, oder? Na, falsch. Die Sortierung ist noch ein bisschen komisch. Spirits of the Morning Mother. Kann man sich eigentlich anschauen? Gibt es irgendwie eine Vorschau? Oder im Shop vielleicht? Das muss ich mal gucken. Ich nehme mal die neuen Spirits. Das ist irgendwie mit den Kindern. Das finde ich mal ganz cool, statt den anderen Geistern. Das finde ich mal ganz nett. Dann noch ein anderer Gürtel. Ach, das ist ein Gürtel, okay. Na, das passt doch. Aber ich glaube, als Kleid behalte ich dann den Immortal. Das Immortal-Ding. Und die zwei Sachen von dem neuen Set, oder die drei Sachen vom neuen Set, nee, sogar vier. Eins, zwei, drei, vier. Spirit of the Morning Mother. Und nur den Rock behalte ich vom alten, weil es auch die schönen Effekte hat. Ach, obwohl, ich mache mal alles neu. Kann man immer wieder mal machen. Mal ein bisschen, das ist schon ein ganz cooles Set. Das gefällt mir echt gut. Vielleicht gibt es auch mal ein Set, wo sie kleinere Hände hat. Das sieht immer ein bisschen fies aus. Aber ansonsten ist das schon ziemlich cool. Das gefällt mir. So, nun gut. Ich will noch mal ganz kurz schauen. Alle annehmen. Ob man eine Vorschau von den Geistern. Ist der blache Ladebildschirm gibt es auch noch dazu. Sehr schön. Ob man eine Vorschau von den Geistern sehen kann. Na, ein bisschen. Das ist auch ganz niedlich. Muss er mal ausprobieren. Nun gut. Nächstes Mal packe ich wieder sechs Geschenke aus. Und die Sets gucke ich mir auch noch mal an. Das wollen wir jetzt nicht übertreiben. Danke erstmal fürs Zuschauen an dieser Stelle. Und ich glaube, ich werde die Death Prophet eventuell.